The Legend of Zelda-Reihe ist eines der einflussreichsten und am meisten gefeierten Videospiel-Franchises, begann ihre Reise im Jahr 1986 mit dem Debüt ihres ersten Spieles auf dem legendären Nintendo Entertainment System, also dem NES. Entwickelt von Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka, zwei Schlüsselfiguren in der Geschichte von Nintendo, hat die Serie seitdem zahlreiche Fortsetzungen und Ableger hervorgebracht, die sich als Kernstück der Videospielkultur etabliert. Die Entstehung von The Legend of Zelda fällt in eine Zeit, in der die Videospielindustrie eine Periode des enormen Wachstums und der Innovations erlebte. In den frühen 1980er Jahren, nach dem Erfolg des NES und der Etablierung von Super Mario Bros., strebte Nintendo danach, neue, bahnbrechende Spielerfahrungen zu schaffen. Shigeru Miyamoto, bereits bekannt für seine Arbeit an Mario und Donkey Kong, spielte dabei natürlich wieder eine zentrale Rolle. Miyamoto zeigte seine Inspiration für The Legend of Zelda aus seinen eigenen Kindheitserinnerungen. Als Kind erkundete er oft die ländliche Gegend um sein Haus in Kyoto, entdeckte Wälder, Höhlen und Seen und fühlte sich dabei wie ein Abenteurer. Diese persönlichen Erlebnisse bildeten die Grundlage für das Konzept der Erkundung und des Abenteuers, das im Kern von Zelda steht. Die Idee, eine Welt zu erschaffen, in der Spieler frei erkunden und Rätsel lösen können, war revolutionär in der Zeit und setzte neue Maßstäbe für das Design von Videospielen. Ein weiterer wichtiger Einfluss von Miyamoto war die Fantasy-Literatur. Die mythologischen Elemente, magischen Kreaturen und epischen Geschichten aus Büchern wie J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe spielten sich in den vielen Aspekten der Zelda-Serie wieder. Zudem griff Miyamoto auf Elemente der japanischen Folklore und Mythologie zurück, was der Serie ihre einzigartige ästhetische und narrative Identität verleiht. Das erste Zelda-Spiel, The Legend of Zelda, brachte viele Neuerungen in die Welt der Videospiele. Es war eines der ersten Spiele, das eine Batteriespeicherfunktion bot, wodurch Spieler ihren Fortschritt auch speichern konnten und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen konnten. Dies war ein großer Schritt in Richtung komplexerer und längerer Spielerfahrung. Darüber hinaus war das offene Weltkonzept, das es den Spielern ermöglichte, die Spielwelt in einer nicht-linearen Art und Weise zu erkunden, ein Novum und beeinflusst bis heute viele Spiele. Das Spiel selbst setzt die Spieler in die Rolle von Link, einen jungen Helden, der Prinzessin Zelda retten muss und den bösen Ganon besiegen muss. Diese grundlegende Prämisse hat sich im Laufe der Jahre entwickelt und erweitert natürlich, aber die Kernthemen von Abenteuer, Erkundung und Heldentum bleiben bestehen. Diese Elemente sind bisher in jedem Ableger der Serie gleich oder zumindest in fast jedem Ableger. Der Start war also getan. Das erste Spiel kam gut an und so muss es natürlich auch einen Nachfolger geben. Zelda 2 The Adventure of Link brach mit der Tradition des ersten Spiels, indem es ein Sidescrolling-Format und RPG-Elemente wie Erfahrungspunkte und Levelaufstiege einführte. Diese Änderung in der Spielmechanik war ein gewagter Schritt von Nintendo, der auf den Wunsch zurückzuführen ist, die Serie frisch und innovativ zu halten. Obwohl es die gleiche Grundgeschichte wie sein Vorgänger fortsetzte, also Link auf seiner Mission, um Prinzessin Zelda zu retten, bot es eine tiefere Handlung und komplexere Charakterentwicklung. Die Entscheidung für eine andere Perspektive und die Spielmechanik wurde jedoch von Fans und Kritikern nach gemischt aufgenommen und bleibt bis heute einer der umstrittensten Teile der Serie. Egal, was man jetzt persönlich von diesem Teil hält, zeigt es doch, wie offen man mit neuen Franchises zu der Zeit umgegangen ist. Dann stand am Anfang der 90er Jahre das Super Nintendo in den Startlöchern und natürlich sollte es auch hier einen Teil geben. Mit The Legend of Zelda A Link to the Past erschien 1991 für das Super Nintendo Entertainment System, also dem SNES, kehrte Nintendo zu den Wurzeln der Serie zurück und verbesserte gleichzeitig auch das Gameplay und die narrative Tiefe erheblich. Dieses Spiel, das oft in einer der größten Meilensteine der Videospielgeschichte angesehen wird, brachte die Serie zurück zu ihrem Top-Down-Abenteuerformat und führte Elemente ein, die zum Markenzeichner Serie werden sollten, wie das Konzept der zwei parallelen Welten, eine detaillierte Hintergrundgeschichte und verbesserte Rätsel- und Kampfmechaniken. A Link to the Past spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Zelda-Serie. Es legte nicht nur den Grundstein für viele der Serienstandards, sondern beeinflusste auch maßgeblich die Richtung und Entwicklung zukünftiger Zelda-Spiele. Die Einführung einer detaillierten Welt und eines ausgefeilten Plots setzte neue Standards für die Serie und das Genre insgesamt. Es war auch ein kommerzieller Erfolg natürlich, der half, Zelda als einer der führenden Videospielreihen überhaupt zu etablieren. Im Laufe der Jahre hat sich die Zelda-Serie weiterentwickelt und verschiedene Spielmechaniken und grafische Stile eingeführt. Von 2D zu 3D, von pixeligen Darstellungen zu beeindruckenden 3D-Grafiken hat die Serie immer wieder Grenzen überschritten und neue Wege beschritten. Spiele wie Ocarina of Time und Breath of the Wild gelten als Meilensteine in der Videospielgeschichte. Nicht nur aufgrund ihrer technischen Leistungen, sondern auch ihrer tiefgründigen Geschichten und innovativen Spielmechaniken.
Die Entstehung und Entwicklung der Zelda-Serie zeigt deutlich, wie persönliche Erfahrungen, literarische Inspiration und technologische Innovation zusammenkommen können, um ein etwas wirklich Bahnbrechendes zu erschaffen. Mit jedem Spiel bleibt die Serie ihrem Erbe treu und bietet gleichzeitig neue Erfahrungen, die sowohl alte als auch neue Fans begeistern. Wir befinden uns nun im Kontext dieses Videos zu Anfang der 90er Jahre. Die Zelda-Reihe hat sich mittlerweile etabliert und wird von Kritikern und Fans hochgeschätzt. Da liegt es doch eigentlich nahe, dass es auch ein Ableger für den immer beliebter werdenden Gameboy erscheint. Oder? Es gab aber erstmal keine Pläne, da die Hardware allzu schwach für einen echten Zelda-Ableger gehalten wurde. From the Fork the Bell Tolls oder im japanischen Kairo no Tame ni Kane wa Naru, Entschuldigung für die schreckliche Aussprache, ist ein Gameboy-Spiel, das 1992 ausschließlich in Japan veröffentlicht wurde und aufgrund seiner innovativen Spielmechaniken, seines einzigartigen Charmes eine besondere Stellung in der Geschichte der Videospiele einnimmt. Dieses Spiel, entwickelt übrigens von Intelligent Systems, ist ein Action-Adventure, das für seine Zeit bahnbrechende Spielfunktionen bot. Das Spiel folgt den Abenteuern von zwei Prinzen, dem namenlosen Protagonisten und Prinz Richard auf einer Quest, Prinzessin Tiramisu aus den Klauen des bösen Königs Delarin zu retten. Die Handlung ist humorvoll und selbstironisch, was für ein Gameboy-Spiel ungewöhnlich und doch erfrischend ist. Das Kampfsystem von From the Fork the Bell Tolls ist eines seiner bemerkenswerten Innovationen. Anstatt der üblichen direkten Steuerung in Kämpfen löst das Spiel Kämpfe automatisch basierend auf den Statistiken des Spielers und der Gegner aus. Wenn ein Spieler einen Feind begegnet, wird eine kurze dynamische Kampfanimation abgespielt und der Ausgang des Kampfes wird durch die jeweiligen Stärken und Schwächen bestimmt. Dieses System nimmt den Fokus von den Reflexen des Spielers und lenkt ihn stattdessen auf die Charakterentwicklung und Strategie. Im Prinzip lauft ihr also in einen Gegner einfach rein und das Spiel macht alles weitere. Die Erkundung in dem Spiel ist eine Mischung aus Top-Down- und Side-Scrolling-Perspektiven, was dem Spiel eine abwechslungsreiche und dynamische Umgebung verleiht. Die Welt ist lebendig und voller Interaktion, wobei Spieler verschiedene Rätsel lösen und mit einer Vielzahl von Charakteren interagieren. Die Stärken des Spiels liegen in seinem innovativen Gameplay, seinem Witz und seinem Charme. Es bietet eine fesselnde Geschichte mit sympathischen Charakteren und einer humorvollen Erzählung, die sich von anderen Spielen seiner Zeit durchaus abhebt. Die automatisierten Kämpfe und die Mischung aus verschiedenen Gameplay-Perspektiven wagen für ein Spiel des grünen Gameboys ungewöhnlich und zeigen die Möglichkeiten dieser Plattform auf. Jedoch hatte das Spiel natürlich auch seine Schwächen. Das schon angesprochene automatische Kampfsystem, obwohl natürlich innovativ, konnte für einige Spieler zu einer Entfremdung führen, da es direkte Kontrolle und das Geschick im Kampf reduzierte. Außerdem war die Tatsache, dass das Spiel nie außerhalb von Japan veröffentlicht wurde, natürlich ein Hindernis für seine globale Anerkennung und Popularität. Immerhin ist das Spiel nur auf Japanisch erschienen. Trotzdem hat es unter Retro-Spielern und Liebhabern von Nintendo-Geschichte einen Kultstatus erreicht. ROMs und Fanübersetzungen haben es einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und viele haben die innovative Natur und den Charme des Spiels zu schätzen gelernt. Vor allem die Fanübersetzung möchte ich an dieser Stelle hervorheben, da das Spiel dadurch natürlich viel Text beinhaltet und so dem westlichen Publikum weitaus zugänglicher wurde. Das Spiel ist technisch bemerkenswert für seine Zeit, besonders im Hinblick auf die verwendete Spielengine auf dem Gameboy. Diese Engine war ein technologischer Durchbruch und zeigte, was mit dem bescheidenen Hardware-Setup des Gameboys eigentlich so möglich war. Eines der auffälligsten Merkmale der Engine war die nahtlose Integration von zwei verschiedenen Gameplay-Perspektiven, einmal dem Top-Down und dem Side-Scrolling-Format. Diese Vielseitigkeit erlaubte es den Entwicklern eine vielfältige und dynamische Spielwelt zu schaffen. Spieler konnten zwischen einer Vogelperspektive für die Erkundung und Rätsellösung genutzt werden und einer seitlichen Ansicht für actionreiche Segmente wechseln. Diese Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln, war für ein Handheld jener Zeit ungewöhnlich und trug zu der Einzigartigkeit des Spielerlebnisses. Die Engine war auch in der Lage, eine relativ große und detaillierte Welt zu rendern. Auch das war eine große Besonderheit damals. Trotz der Hardware-Einschränkungen des Gameboys bot das Spiel also eine beeindruckende visuelle Darstellung mit detaillierten Charakter-Sprites und vielfältigen Umgebungen. Die Kombination aus detaillierter Grafik und flüssigen Übergängen zwischen verschiedenen Spielabschnitten macht es zu einem technischen Vorreiter für tragbare Spiele. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass From the Fork to the Bell Tolls ein einzigartiges und innovatives Spiel war, das sowohl in seinem Design als auch in seiner Erzählung neue Wege beschritt. Es bot eine frische, humorvolle Perspektive auf das Action-Adventure-Genre und demonstrierte, was auf dem Game Boy eigentlich so möglich war. Obwohl es vielleicht nicht die globale Anerkennung erhielt, die es verdiente, bleibt es ein wichtiges Spiel in der Geschichte von Nintendo und ein verborgener Schatz für Liebhaber von Retro-Games.
Wie schon angesprochen, gab es eigentlich keine Pläne, die Zelda-Serie auf den kleinen grauen Handheld zu verwirklichen. Aber nun gab es da dieses technisch herausragende Spiel From the Fox the Bell Tolls und zeigte, dass ja so etwas ähnliches durchaus möglich wäre. Ursprünglich nicht als offizieller Teil der Zelda-Serie geplant, begann Link's Awakening als ein inoffizielles Nebenprojekt und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Spiele in der Zelda-Reihe. Das Spiel begann als ein freies Nebenprojekt des Programmierers Kazuaki Morita, der mit seinen der ersten Gameboy-Entwicklungskits rumexperimentierte. Diese Experimente zogen bald das Interesse anderer Mitglieder der Nintendo Entertainment Analysis and Development Division an, die außerhalb ihrer Arbeitszeiten, also nach ihrer eigentlichen Arbeit, auch noch an diesem Spiel herumwickelten. Ursprünglich war geplant, eine Handheld-Version von A Link to the Past zu entwickeln, aber unter der Leitung von Takashi Tezuka wickelte sich das Projekt zu einem eigenständigen Spiel. Die Mehrheit des Teams, das an A Link to the Past gearbeitet hatte, wurde wieder zusammengerufen, um an Link's Awakening zu arbeiten, das innerhalb von 1,5 Jahren entwickelt wurde. Die Grundlagen mit der Engine hatte man ja immerhin schon. Die frühe, freie Entwicklungsphase von Link's Awakening führte zu einem unbeschränkten Inhalt, einschließlich der unautorisierten Cameo-Auftritte von Charakteren aus der Mario- und den Kirby-Serien. Kensuke Tanabe, Drehbuchautor von A Link to the Past, schloss sich früh dem Team an und entwickelte die Grundlage der Geschichte. Takashi Tezuka wollte ursprünglich, dass Link's Awakening eine Art Spin-Off wird und wies Tanabe an, übliche Serienelemente wie Prinzessin Zelda, das Triforce und das Setting in Hyrule wegzulassen. Dies führte zu Tanabes Idee, das Spiel auf einer Insel mit einem Ei und einem Berg anzusiedeln, was den Eindruck erweckte, dass es fast schon eine Parodie auf die The Legend of Zelda-Spiele machte, anstatt ein tatsächliches Zelda-Spiel im eigentlichen Sinne zu machen. Immerhin war die Zelda-Formel zumindest in der Hinsicht schon festgesurrt. Yoshiaki Koizumi, der zuvor bei der Handlung von A Link to the Past mitgeholfen hatte, wurde später in das Team aufgenommen. Er war verantwortlich für die Hauptgeschichte von Link's Awakening, lieferte die Idee für die Insel im Traum und konzipierte die Interaktion mit den Dorfbewohnern. Das Spiel wurde von dem Serienproduzenten Eiji Anuma als das erste Zelda-Spiel mit einer richtigen Handlung beschrieben. Tezuka beabsichtigte, dass die Welt des Spiels ein ähnliches Gefühl wie die amerikanische Fernsehserie Twin Peaks haben sollte, was sich auf die späteren Zelda-Titel fortsetzte. Das Design der Charaktere wurde von Masano Arimoto und Shigefumi Hino übernommen, während Yoichi Katabe als Illustrator diente. Bis auf den Anfang und das Ende wurden alle Bilder in dem Spiel von Arimoto gezeichnet. Yasashi Yamamura entwarf die Dungeons, einschließlich der Konzeption von Räumen und Routen sowie der Platzierung von Feinden. Shigeru Miyamoto, der als Produzent von Link's Awakening fungierte, gab zwar keinen kreativen Input, beteiligte sich aber als Spieletester und seine Meinung beeinflussten stark die zweite Hälfte der Entwicklung. Die Entwicklungsgeschichte von Legend of Zelda Link's Awakening für den Game Boy ist geprägt von einer einzigartigen Genese, die zeigt, wie aus einem Nebenprojekt ein bahnbrechendes Spiel entstehen kann. Ursprünglich war kein Zelda-Titel für den Game Boy geplant, doch die Leidenschaft und das Engagement einiger Schlüsselentwickler von Nintendo führten zu der Schöpfung eines wahren Klassikers. Und das merkt man meiner Meinung nach auch bei dem Spiel. Überall sind liebevolle kleine Details und Seitenhiebe auf andere Nintendo-Spiele versteckt. Das macht alles den großartigen Charme des Spiels aus. ...1993 kam dann endlich nach der bewegten Entwicklungsgeschichte das Spiel auf den Markt. Das Spiel beginnt mit Links Schiffbruch und seiner Ankunft auf einer geheimnisvollen Insel. Der Spieler wird mit dem Ziel betraut, den Windfisch zu wecken, der in einem riesigen Ei auf dem höchsten Berg der Insel schlummert. Dieses unkonventionelle Setting bietet einen frischen Kontext für Links Abenteuer und erlaubt den Entwicklern neue Erzählungstechniken und Charaktere zu erkunden. Wie schon erwähnt, gibt es hier keinen Triforce und auch keine Prinzessin Zelda. Der Spielablauf ist grob mit dem von A Link to the Past vergleichbar. Ihr erkundet eine Oberwelt, bewältigt Dungeons, bekommt neue Gegenstände und kommt so immer weiter. Die Rätsel in Link's Awakening sind sowohl herausfordernd als auch innovativ und erfordern oft, dass der Spieler sein Umfeld ganz genau beobachtet und kreativ denkt. Das Kampfsystem bleibt natürlich seinen Wurzeln treu und bietet durch die Einführung neuer Gegenstände wie zum Beispiel die Sprungfeder zusätzliche Tiefe. Die Bosskämpfe und die kleineren Gefechte sind gut ausbalanciert und bieten sowohl Herausforderung als auch Abwechslung. Eines der herausragenden Merkmale von Link's Awakening ist auch die Nutzung von Charakteren aus anderen Nintendo-Franchises, wie den Chainchomp und Goombas aus der Mario-Serie oder sogar Kirby. Diese Crossover-Elemente tragen zu einem humorvollen und verspielten Ton bei, was dem Spiel von seinen Vorgängern unterscheidet und den traumartigen Charakter dieser Insel unterstreicht.
Ein weiteres neues Element ist das Handelssystem, bei dem der Spieler verschiedene Gegenstände mit NPCs tauschen muss, um im Spiel voranzukommen. Hier tauscht man sich der Reihe nach durch verschiedene Charaktere und bekommt am Ende etwas ganz Tolles, was genau verrate ich hier natürlich nicht, um nicht zu spoilern. Dieses System fördert die Erkundung und Interaktion mit der Spielwelt und fügt eine zusätzliche Ebene der Spieltiefe hinzu. Grafisch nutzt der Zelda-Teil die Fähigkeiten des Gameboys voll aus. Die Pixelkunst ist detailreich und charmant, während der Soundtrack unvergesslich ist und wesentlich zur Atmosphäre des Spiels beiträgt. Noch heute sind einige dieser Melodien meine Lieblingsspiele-Melodien aller Zeiten. Das Spiel ermutigt zur Erkundung und die lohnt sich hier auch. Die Insel ist voller Geheimnisse und versteckter Orte, was die Neugier der Spieler weckt und zum Erkunden einlädt. Diese Freiheit in der Erkundung zusammen mit dem nichtlinearen Fortschritt des Spiels war für ein Handheld-Spiel dieser Zeit wirklich besonders bemerkenswert. Bei seiner Veröffentlichung erhielt Link's Awakening überwiegend positive Kritiken. Gelobt wurde es insbesondere die anspruchsvollen Rätsel, der charismatische Kunststil und die erfolgreiche Übertragung der Zelda-Formel auf den eigentlich schwachen Gameboy. Spieler und Kritiker waren gleichermaßen beeindruckt von der Tiefe und der Komplexität des Spiels. Die innovative Handlung, das einzigartige Settings und die Einführung neuer Spielmechaniken haben das Spiel nicht nur zu einem unvergesslichen Spiel gemacht, sondern auch die Entwicklung zukünftiger Zelda-Titel beeinflusst. Die Art und Weise, wie das Spiel die Grenzen des Gameboys ausgereizt hat, zeigte, dass die Handheld-Konsolen in der Lage sind, komplexe und auch fesselnde Spielerlebnisse zu bieten. Insgesamt ist The Legend of Zelda Link's Awakening ein Meilenstein in der Videospielgeschichte. Es kombiniert innovative Spieldesign mit einer fesselnden Erzählung und einer reichen interaktiven Welt. Seine Fähigkeit, sowohl die technischen Beschränkungen des Gameboys zu überwinden, als auch neue Spielmechaniken zu integrieren, macht es zu einem der beeindruckendsten Titel der Zelda-Serie und zu einem zeitlosen Klassiker. Wenn ihr übrigens einen genaueren Test des Spiels haben wollt, könnt ihr den übrigens auf meinem Kanal finden. Der erste bedeutende Neuauflage war Link's Awakening DX für den Game Boy Color, veröffentlicht im Jahr 1998. Diese Version des Spiels war eine farbenfrohe Überarbeitung des originalen Game Boy Titels, nutzte die erweiterten Fähigkeiten des Game Boy Colors, um das Spielerlebnis nochmal zu verbessern. Die auffälligste Änderung war die Einführung von Farbe, die Welt der Insel und seinen Charakteren mehr Tiefe und Lebendigkeit verlieh. Neben der Farbgebung enthielt das Spiel auch einen neuen Dungeon, den Farb-Dungeon, der speziell entworfen wurde, um die Farbfähigkeiten des Game Boy Colors zu nutzen. Dieser Dungeon bot dann auch neue Rätsel und Herausforderungen, die auf Farberkennung basierten, und das war eine willkommene Ergänzung für diejenigen, die das originale Spiel bereits kannten. Fast 2 Jahrzehnte später, im Jahr 2019, wurde Link's Awakening für die Nintendo Switch neu aufgelegt. Dieses Remake war nicht nur eine einfache grafische Überarbeitung, sondern eine komplette Neugestaltung des Spiels mit moderner Technologie. Die größte Veränderung war die vollständige grafische Überarbeitung natürlich. Das Spiel präsentierte sich in einem charmanten, dioramaartigen Kunststil, der die märchenhafte und traumhafte Atmosphäre der Insel perfekt einfing. Die modernisierte Grafik wurde mit orchestrierten Versionen des originalen Soundtracks kombiniert, wobei das nostalgische Erfahrung mit einer frischen, zeitgemäßen Note versehen wurde. Neben der grafischen und musikalischen Überarbeitung führte die Switch Remake einige Gameplay-Verbesserungen ein, um das Spielerlebnis natürlich auch zu optimieren. Dazu gehörten eine verbesserte Steuerung, eine übersichtlichere Karte und ein verfeinertes Inventarsystem. Das war nämlich auf den Game Boy mit seinen 2 Knöpfen echt fummelig. Eine weitere Neuerung war der Chambers Dungeon, ein Minispiel, in dem der Spieler seine eigenen Dungeons erstellen und erkunden konnten, indem sie Räume aus den Dungeons des Spiels kombinierten. Obwohl diese Funktion nicht die Komplexität eines vollwertigen Dungeon-Editors bot, war es doch eine interessante Ergänzung, die der Spielwiedergabe zusätzlichen Wiederspielwert verlieh. Sowohl Link's Awakening DX als auch das Switch Remake wurden von Fans und Kritikern gut aufgenommen. DX wurde für seine Farbgebung und den zusätzlichen Dungeon gelobt, während die Switch Remake-Variante insbesondere für seinen einzigartigen grafischen Stil und die qualitativen Verbesserungen im Vergleich zum Originalspiel Anerkennung fand. Beide Versionen blieben den Kern und der Atmosphäre des Originals treu, während sie gleichzeitig neue Elemente und Verbesserungen einführten, die die Erfahrung für neue und auch wiederkehrende Spieler bereicherten. Diese Nachfolgeausgaben von Link's Awakening demonstrieren, wie ein klassisches Spiel durch die Anwendung moderner Technologien und kreativer Neugestaltungen neu belebt werden kann, ohne seine ursprüngliche Essenz zu verlieren. Sie sind nicht nur Hommagen an das Original, sondern stehen auch als eigenständige Werke, die sowohl die langjährigen Fans als auch die Serie für eine neue Generation von Spielern ansprechen.
Link's Awakening ist mein absolutes Lieblingsspiel auf den Game Boy und gehört zu meinen Top 5 aller Zeiten definitiv dazu. Mich hat es damals einfach weggeblasen, da ich nicht dachte, dass so eine Komplexität auf dem System überhaupt möglich wäre. Mit der Entwicklungsgeschichte ist mir auch einiges klarer geworden. Steckt einfach viel Leidenschaft in dem Spiel. Und das merkt man auch. Daran können sich moderne Spiele gerne etwas abschneiden. Was als eine Art Hobbyprojekt startete, ist etwas Fantastisches geworden. Das Spiel ist einfach nur zeitlos und das zeigen auch die Neuauflagen des Spiels, die zuletzt mit der Switch-Version neue Generationen erneut begeistern können. Für mich ist Link's Awakening wahrlich ein Meilenstein in der Videospielgeschichte und das, obwohl es das Spiel eigentlich nicht geben sollte.